Wir sind wieder zurück bei Minecraft Sommerland und in der heutigen Folge wollen wir mal anfangen zu bauen, ne? Ne? Wollen wir? Ja, genau. Das ist eigentlich das Ziel. Wir sind hier schön auf dem Baum vom Ventafur, dem guten Alten. Stehen wir hier wieder, die vier Halodris. Ja, und ich würde mal so loslegen hier. Ich gehe in die Ego-Perspektive. Wo fangen wir denn an? Ich wollte gerade sagen, es ist, also diese Außenperspektive, ich komme damit nicht klar. Überhaupt nicht. Nee, so. Aber zwischendurch ist das mal ganz cool, muss ich auch sagen. So, da fliegen sie. Ich würde sagen, die beiden Orks, die gehen dann mal in ihre graue Zukunft. Ja, geht mal rüber in euer Ork-Gebiet. Hä? Ihr Widerlinge. Trennen wir uns schon an der Stelle? Ja, willst du dich nicht trennen, ne? Du willst unbedingt bei uns bleiben. Ach, weil ich so ein edler Tobi Ritter bin. Zeig noch mal so ein bisschen, was er sich vorgestellt hat. Ja, komm, zeig doch mal, was du dir vorgestellt hast. Tobi. Ich soll zeigen, was ich mir vorgestellt habe? Also ich habe mir überlegt, was ich jetzt baue, ganz kurz kann man erwähnen, weil wir eh direkt hier sind. Ich werde jetzt hier mal so einen Weg machen, ja? So längs hier durch diesen Wald. Und da vorne ja aber schon ein Posten ist, ihr habt ja den Turm der Sucher in der letzten Folge gesehen mit dem kleinen Schiff, wo man theoretisch auch militärisch von mit einem Schiff rumfahren könnte, ja, dann baue ich hier so einen verwitterten alten Steg, aber der dann ein bisschen so eine Verbindung deklariert und vielleicht da eine Hütte mit so einem Wachmann, der diesen Steg dann bewacht und der da vielleicht auch Wegzoll verlangt, wenn man dann vorbei da will. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Wenn man dann sich ein Schiff ausleihen, oder vielleicht kann man sich so ein Schiff ausleihen, um dann zur Insel der Piraten zu fahren. Und der ist vielleicht so ein korrupter Typ, der sogar mit den Piraten zusammenarbeitet. Mit den Piraten von Tobi, wo wir da jetzt gerade hinflitzen. Ja, ich denke da so an so ein verfluchtes Geisterschiff oder sowas, ja. Was ihr dir dann ausleiht. Genau, das wäre super, ne? Nee, aber das ist ein bisschen zu krass. Der hat so ein kleines Ruderboot, Alter. Ja. Das ist ein bisschen zu heftig. Verflutes Geisterschiff. Das ist ein kleiner Fährmann. Hier für 5 Euro kannst du rüber. 5 Goldtaler, sorry. 5 Taler. So heißt die Währung. So, und das finde ich einen besonders geilen Spot, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Ja, der ist richtig schön. Also echt. Mit dem Wasserfall und der Lava. Genau, das sieht echt super. Und die Bucht, cool. Die eignet sich doch perfekt für ein Piratenlager. Und die Kenner von Sommerland damals werden wissen. Ein riesiges Schiff. Genau, richtig cool. Ein riesiges Schiff wollen wir sehen, Tobi. Hast du gehört? Ja, ich freue mich. Ja, das Ding ist, wir haben schon gerade, Tobi und ich haben schon gesprochen, dass ich wahrscheinlich nach dem Steg dem Tobi auch so ein bisschen unter die Arme greifen werde hier mit den Piraten-Action. Und, also gerade bei dem Schiff, da bist du ja eigentlich, also ich finde das Schiff, was du da hinten gebaut hast, war echt schön. Also, sag das nicht, das wir sagen sonst größer. Immer voll viele, ist voll hässlich. Ja und gut, das kann ja jeder immer alles besser. Ist ich habe voll viel wieder vergessen. Ich muss natürlich auch erstmal wieder reinkommen, wieder in den Blöcken. Da muss ich mir die Abmessung auch nochmal anschauen in Ruhe von dem Schiff. Aber vielleicht könnte ich dir da was machen, ja? Wie wollen wir es denn machen hier, das Piratendorf? Vielleicht so, ja, sag du doch mal, dass du bist doch der Chef der Piraten. Hier so ein Schiff ja, in die Bucht. Ja, ich überlege, ich habe mich noch so, ja, also das Schiff hier in die Bucht auf jeden Fall. Und dann hatte ich so ein paar Stege, so ein paar kleine Häuschen und sowas. Genau. Eine Taverne zum Beispiel oder ein Bordell. Ein Bordell auf jeden Fall. Ne? Seid ihr für ein Bordell, klar. Liebe Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Bei Piraten gehört das irgendwie dazu. Wer will die Puffmutter sein? Hm? Ja. Genau, wie sollen wir die Puffmutter nennen? Der erste Name, der hier genannt wird. Ich bin für Emma. Emma? Was? Oh. Emma die Puffmutter. Emma die Puffmutter. Hier ist auch ein schönes Schild, da sieht man hier, das ist das Piratennest. Und ja, da gibt es ja die Geschichte der Laes. Das sind Gegenspieler von Obelian vom Rat der Sucher, dem Anführer von Vespilan. Ja, und die müssen ja auch ein bisschen aufpassen und auf der Hut sein, sind natürlich aber auch mit dem Schiff auf Raubzügen. So viel zur Geschichte vom Piratennest. Ja, und da wird der Tobi, glaube ich, hier viel, ja, Stege auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen erhöhter auf jeden Fall, will ich mal gucken, dass ein bisschen hoch geht, ein bisschen runter das finde ich so, gut, so mit so Stegen in den Berg, so nach oben und so. Genau. Boah, genau. Da könnte man auch cool so eine, ja, so ein geilen, so eine Terrasse in diesem Berg da machen. Und so eine kleine Höhle, vielleicht noch so eine Goldhöhle. Eine Goldhöhle, Alter, die brauchst du hier. Boah, ganz schönes Unwetter. Ja, gleich kommt das Geisterschiff um die Ecke. Ja. Ohne, dass wir es gebaut haben, einfach. Was? Was zur Hölle? Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie man das Piratennest vielleicht nennen könnte. So ein Dorf, also so ein Inselname quasi. Finde ich auch gut, ja. Ist eine super Idee. Wir brauchen auch noch unbedingt... Wie gesagt, hier, die Piraten sind ja die Laes, ne? So war genau. Das hast du ja gerade schon erklärt. Aber die haben ja natürlich einen Name. So, und ja, hier... So eine riesen Piratenflagge wäre auch geil. Eine riesen Piratenflagge wäre geil. Ah, ja, das wird bestimmt schwer. Aber weißt du, was auch cool wäre, wenn ein Totenkopf in den Fels gemeißelt werden würde? Boah, der blitzt da heftig aus. Boah, kannst du auch machen, ja. Das wäre krass. Und dann im Mund ist der Schatz. Alter. Boah. Ja, da, die Ideen häufen sich. Ja. Hinter dem Wasserfall. Genau.
Und jetzt haben wir so coole Ideen genannt und ich fange jetzt hier vorne mit dem Weg hier hinten nach hinten. Nach hier hinten genau, ich bin schon zu den Orks rübergeflogen, damit ihr auch noch kurz erklären könnt, womit ihr so anfangen wollt. Das wäre super. Ja, da fliege ich gerade nochmal mit. Ja, komm, ich bin hier gerade schon. Oh, es hört auf, oh, glaube ich. Oh, nee, da gewinnt jetzt weiter. Hier. Dunkel und düster. Ihr könnt euch ruhig teleportieren. Ich bin schon bei den Orks, wenn ihr wollt. Da müsst ihr nicht. Genau. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hier ist es aber auch ganz nett. Wen haben wir denn da? Och, wie süß. Das da hör auf, das ist das schwarze Schaf. Ja. Oh, oh. Essen. Die Orks nun wieder. Ja, also wir müssen hier einiges abholzen, auf jeden Fall, wie ich das sehe. Brauchen ja auch viel Holz, um unsere Kriegsmaschinerie in Gang zu bringen. Das Grundgestein ist ziemlich geil dafür, ne? Grundgestein, das wie stimmt. Sich der deutsche Name anhört, ist nice. Aber das finde ich eigentlich cool, dass sie es so übersetzen. Der Boden. Ja. Das Grundgestein. Ja, wir versuchen natürlich, wie jeden Abend die Weltherrschaft auszureißen. Ja, dazu kommt es ja später weißt, noch. Und weißt du gar nicht, ich glaube, den Grundgestein kann man gar nicht mehr abbauen, wenn man den setzt, ne? Zumindest war das früher so. Nee, beim Dings bestimmt. Das können wir ja gerade mal probieren. Setzen kann wir mal abbauen kurz im Kreativmodus, ja. Locker. Ah, geht das, okay. Muss doch laufen hier die Nummer. Ja, einmal Grundgestein, zack hin. Und der passt eigentlich ganz gut zu Orks, finde ich, oder? Ja, und dazu noch Obsidian. Genau, dann sieht das ich richtig schön dunkel düster aus. Boah, das kann ein Riesenblitz anstehen. Krass, ja, den Netherstein wollten wir auch ein bisschen benutzen. Ja klar, macht ihr mal, das wird bestimmt den cool. Den roten. Cool, super, dann fliege ich genau mal zurück und dann könnt ihr mal basteln. Und ich fange mal mit dem Weg an. Ich muss jetzt erstmal wieder den Nachhauseweg finden hier durchs Gewitter. Alter Schwede. Ich einfach nur dir hinterher, weil ich hab immer noch keine Orientierung, wo die Pirateninsel jetzt bleibt. Ach Mann, ich muss ja auch woanders lang. Stimmt gar nicht, wo ich lang fliege. Ah, siehste. Ich gehe wieder in die gesetzte Richtung. Passiert, immer so im Unwetter. Mayday, Mayday. Ja, voll realistisch, voll mittelalterlich hier, yeah. Ja, natürlich. Wir werden zwischendurch unsere Späße haben. Wir werden auch über andere Themen reden. Wir werden bestimmt auch nochmal eine Twitter-Session machen und all solche lustigen Sachen. Oder hat's gebrannt, da ist der Blitz eingeschlagen gerade. Boah, direkt vor meiner Nase. Hier geht's aber rund. Zappenduster, ey. Boah, also wird er jetzt schon in die Taverne gesetzt. Einfach nur den Abend genossen. Ins Bordell. Ja, kannst du in Vespilan schon machen. Ins Bordell? Nee, aber Taverne. Kriegst du wenigstens Bier und Brot. Ich will einen Grog. Hier, guck mal, hier sind wir wieder bei deiner Insel, übrigens. Falls du es nicht erkannt hast. Sag mal, dass ich ja der Profi des Orientierungssinn bin. Das ist echt schon traurig. Ja, ein Profi sage ich in Anführungszeichen, bevor Leute sagen, ich hätte die Insel schon 20 Mal gefunden. Ach Quatsch. Ja. Mir passiert sowas andauernd, Alter, dass ich sowas nicht finde. Aber mittlerweile weißt du wie, ne? Oh. Ja. Soll ich dir mal so einen Obsidianstein hinstellen irgendwo? Ja, ich hau mir mal hier vorne was an die Ecke, dass ich das finde. Genau, da vorne geht's. Komm, mach doch das Schild nach Ventafur, Alter. Ja, das ist eine gute Idee, aber haben wir da eine gewisse Vorgabe, wie das auszusehen hat? Oder ist das vollkommen wurscht? Einfach nur ein Stein mit einem Schild dran? Mach du das, wie du meinst, wie du die Piratendinger halt machen wolltest. Also ich habe das meistens so gemacht, ich kann es dir mal eben zeigen. Ich meine, das Ding können wir nehmen, das ist eigentlich ganz geil. Und dann einfach hier so zwei, ja, und hier ein Schild dran geballert. Ja, ich glaube, ich hätte es gerne ein bisschen pompöser. Ja, dann mach mal. Ja, hau rein. Ich bin gespannt. Boah, ich muss mich aber auch erstmal wieder mit den ganzen Blöcken zurechtfinden. Ich habe Minecraft jetzt auch schon wieder nicht mehr gespielt. Und ich muss ganz kurz mal in den Sounds rein, glaube ich, weil das Gewitter ist echt tierisch laut. Ich habe die Wettereffekte ehrlich gesagt komplett aus. Weil mich dieses Regen. Ich finde das ganz gemütlich eigentlich. Ja, ich finde es auch. So, ich habe es aber deutlich reduziert, damit man den Tobi auch versteht. Aber der Gewitter, das Donner, bam, bam, bam. Immer wieder auf die Nase. Okay, Tobi, jetzt zeig mal hier. Oh, sehr pompöser. So, und jetzt einfach nur ein Schild hier dran. Nee, ich überlege gerade. Oh Mann, du schlachtest ihn Schwein zur Freude. Alter! Ob sich irgendwie so ein. Ich flieg dann schon mal weiter. Das kann ja bei Folge 500 seht ihr dann, wie der Tobi das Bild angebracht hat. An seinem pompösen. Ja, schön. Was aus zwei Steinen besteht. Ich bin gespannt. Sag Bescheid, wenn du es fertig hast, dann komme ich nochmal rübergeflogen. Ich werde es mir anschauen. Sehr nice.
So, dann fange ich ja mal mit dem Steg an, glaube ich. Aber erstmal verreise ich jetzt noch nach Vespilan. Ich trinke mir jetzt noch gemütlich ein Bier in der Taverne, Freunde. Leute, was machst du? Ja, ab und zu bei so einem Unwetter. Wenn wir durch Nacht und Wind durch die Nacht fliegen. Zum Glück sind wir ja sowas wie Weltenerschaffer. Ich will nicht Gottheiten sagen, das hört sich so doof an. Deswegen können wir so wie Superman, wisst ihr, können wir so durch eine Nacht und Wind fliegen, wie eine Boeing 747. Die besser bei Blitz und Donner nicht mehr unterwegs ist. So. Was ein Glück, gehen die Fackeln nicht aus beim Regen. Ach, hier war die Künstlerin Anastasia, ich erinnere mich. Ach ja, da muss ich echt die Bilder wieder aufnehmen. Dass die teilweise auch echte Namen von den Usern hatten? Ja, ja, teilweise habe ich ein paar und viele User durften auch mitentscheiden wegen Namen. Und das gilt natürlich auch weiterhin. Äußert gerne Namen, auch Ork-Namen wären interessant, ne? So als Vorschläge, oder? Ja, sehr gerne. Da sehe ich schon, da wurde irgendwas verbaut. Das sehe ich aber ungern. Da hat der Benny wahrscheinlich wieder irgendwas gemacht. Der hat bestimmt wieder irgendwas kaputt gemacht. Der bitte? Ein flotter Finger wieder. Der alte Dynamit-Freak, weißt du? Kleiner Pyromane. Kleiner Pyromane. Boah, ich muss den Donner und den Blitz trotzdem noch was leiser machen. Alter Schwede. So, das reicht. 4% reichen ja locker. War schon der erste Kampf der Ordnung. Alter, was für ein Wetter hier. Ui. Ja, ich wollte ja in der Taverne ein Bierchen trinken, aber ich muss ja auch mal langsam loslegen. Insofern schnappen wir uns mal hier ein bisschen diesen Wegstein. Und dann bastel ich mal darüber. Hier sehen wir den Weg, dem folgen wir mal. Ich fliege jetzt aber mal hier lang, oder? Was? Seid ihr auch am Fliegen oder geht ihr die meiste Zeit? Und hier müssten wir dann irgendwie eine Kreuzung bauen. Darüber zum Steg. Aber jetzt musst du mir weiterhelfen. Wie wird Winter. Wie wird das nochmal geschrieben? Ja, Vespilan. Schreib einfach Vespilan. Weil die Insel nennt man dann ja Vespilan mit V, genau. V-E-S. Pilan. Und Pilan. Jörg Pilawa, kennst du noch? Vespilawa, ja. Vespilawa, genau. Ah, schön, wir sind die Rollenspielprofis, eindeutig. So, der Kiesweg, den setze ich da mal ein. Ah, ne, Golderz wollte ich da nicht. Ich muss auch erstmal gerade noch so ein bisschen wieder klarkommen. Also nicht wundern, wenn ich. Ich habe auch echt länger kein Minecraft mehr gespielt. Ne, ist bei euch wahrscheinlich auch so, oder? Ja, ja schon sehr lange gespielt. Wann war bei dir so, oder? Schon. Zwei Stunden. Zwei Stunden nicht mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Boah, ich glaube, so langsam können wir aber Blitz und Donner abschalten, oder? Willst du mal das Weather clearen? Ja. Wollt ihr mal. Jo. Ne, weil so langsam. The Weatherman. So, und hier machen wir einfach eine Treppe rein. Die halte ich auch mal bereit. Dynamit brauchen wir nicht mehr. Wir hatten hier tatsächlich noch voll die Terraforming-Aktion gestartet. Um mir die Gebiete so ein bisschen wegzusprengen. Hier machen wir so eine Holztreppe, so eine alte hoch. Das ist so ganz cool eigentlich. Dankeschön, so sieht das doch viel schöner direkt aus. Obwohl ich hatte ja damals, ja, obwohl die Treppe ist ja auch ganz nice, dann können wir die ja auch so machen. Und dann mache ich jetzt hier so einen Weg rüber. Oh, es gibt so viele neue Holzsorten, da muss ich erstmal drauf klarkommen gerade. Alter Schwede. Hm. Was denn? Ja, was ist eigentlich euch, um mal hier so ein paar Themen auch anzuschneiden? Das wollten wir eigentlich auch machen. Und da dachte ich, als erstes Thema wäre ganz cool, so Fantasy-Filme, Games, weil es ja hierzu passt. So eure Lieblings-Fantasy-Geschichten. Habt ihr da was, Flager? Auf jeden Fall Dark Souls. Dark Souls? Ist schön abgedreht, ja. Ne? Als Game, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, die Story ist super, wobei die sich nicht sofort erschließt, wenn man das Game durchspielt, aber. Ja, und die ganzen Charaktere und so und die Monster, die es da gibt. Und vor allem die Bosse. Boah. Da ist jeder einzelne ein Unikat und richtig geil gemacht. Und die Atmosphäre ist halt der Hammer irgendwie, also das gefällt mir wirklich am besten. Und natürlich der Klassiker Herr der Ringe, ne? Klar, natürlich. Ja, genau. Geilste Geschichte überhaupt. Hobbit, was haltet ihr davon? Ich muss leider gestehen, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich habe weder Herr der Ringe noch Hobbit je gesehen. Echt? Krass. Ey, du bist gefeuert. Na, das ist, Spaß. Ich weiß, ich hatte bei denen mal angefangen, bei Herr aber der Ringe, Alter, das kam Herr immer der Ringe, auf RTL. Das, RTL? Das guckt man im Kino oder so. Ich wollte das gucken, ey, Alter, aber ich bin nie zu bekommen. Ich werde es dir organisieren irgendwie. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, beim Hobbit kann man es ja noch verstehen, weil das jetzt so, naja, eher so der Abklatsch war so, aber bei Herr der Ringe. Ja, bei Hobbit hat man gemerkt, das ist jetzt richtig ein Franchise.
und es wird ausgeschlachtet. Wobei also ich sagen drei muss, Filme aus einem Buch zu ja, machen. Ja, aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich gar nicht, ich finde es nicht so schlecht. Also können wir eine lustige Diskussion machen. Es ist halt auch ein Kinderbuch, das muss man ganz klar feststellen. Ne? Es ist halt nicht der obligatorische Standard von Herr der Ringe, wo du halt so eine richtig düstere Geschichte hast. Und ich fand den zweiten Hobbit schon recht düster. Da beschweren sich natürlich auch viele über die Cinematics und so. Aber insgesamt fand ich das natürlich eigentlich schon einen geilen Film. Wisst ihr, was, glaube ich, auch das Problem ist? Herr der Ringe hat den Erwartungsdruck so hoch gemacht, dass das ein richtig ja, geiles Ding wird. Ja, auf jeden Fall. Dass du halt auch erwartest, dass das der Oberhammer ist. Und ja, wenn das dann nicht gewährleistet wird, ist das sowieso immer ein bisschen problematisch. Ja, der zweite Teil war auch echt schon ganz gut mit dem Drachen und so. Das hat schon, also das hat schon was reingebracht. Aber der erste Teil war so... Oh. So langweilig irgendwie, ich weiß nicht. Ja, mit dem ganzen also viele Gesang. Fans waren ja, ja glaube ich, enttäuscht. Also Fans des Buches, weil viele Sachen geändert wurden. Mhm. Zum Beispiel Legolas kommt eigentlich gar nicht vor. Nee, klar, den haben sie einfach mal reingebracht, weil genau. Der war, kam ja ganz gut halt, an. Ne? Orlando Bloom zieht auch viele Leute. So. Natürlich. Durch die Blume sagst du das, ne? Ja. Oh Gott. Ja, Leute. Ja, Tobi, deine Lieblingsfantasy-Geschichten? Boah, ist schwierig. Ich habe also gerade so Mittelalter-Kram finde ich immer super. Jetzt gut, Herr der Ringe habe ich nicht gesehen, aber ich kann also das Dark nicht Souls und sowas. Nee, ich auch mal. Ich ne, ja. Nee, ist ja nicht schlimm. Nee, und was ich ja so Piratensachen finde ich immer super. So Risen zum Beispiel finde ich zocke ich zum Beispiel sehr sehr gerne oder Assassin's Creed 4 macht auch eine Menge Bock auf jeden Fall. Super geiles Spiel, oder? Fand ich echt Hammer. Zockst ja im Moment. Oder halt. Ja, genau. Oder halt der absolute Klassiker, The Elder Scrolls, das komplette Franchise. Ich fand auch die Gothic-Serie extrem geil. Die wird ja auch auf Gothic. Oh ja, das habe ich gerade ganz vergessen. Oh. Das war saugeil. Ja, Game of Thrones, das darf man nicht vergessen. Das war so toll, Gothic. Ja, wobei ich Game of Thrones sagen muss, ich finde die Serie nicht schlecht, aber irgendwie Tobi. Geht ja der Funke nicht so über. Ich weiß auch also nicht. Bei mir, ich finde es extrem geil. Also ja, Game of Thrones ist echt so, ich mag's. Aber das ist halt alles Geschmackssache. Ich meine, es ist auch kein Vergehen, auch wenn ich jetzt hier Späße mache, dass man Herr der Ringe nicht gesehen hat. Es soll tatsächlich Leute geben, die das nicht getan haben. Auch wenn der Film natürlich ziemlich berühmt ist. Tobi kennt dafür natürlich Titanic sehr gut. Ja, 3D. Das war jetzt klar, dass das jetzt kommt. Ah, ich mache ja nur mein Späßchen, mein Lieber. Es ist ja traurig, jetzt wirst du mutzelig wieder, ne? Ja. Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Schild, Tobi? Ja, das Schild steht schon, aber ich bin gerade dabei, den Steg zu bauen und irgendwie verbaue ich mich hier gerade ein bisschen. Ja, ich muss auch mal gerade gucken, ob ich nicht in die richtige Richtung gehe. Ich meine, so ein Weg, das dauert schon eine Ecke. Vielleicht baue ich jetzt gerade mal an dem Steg weiter. Damit ich baue so ein bisschen später. Ich baue jetzt am Weg weiter. Ja, man kann ja so ein bisschen hin und her switchen. Und ich könnte auch mal hier den Weg wieder anbringen, wobei man den lieber in eine Richtung baut. Nee, ich baue lieber noch den Weg weiter. Bis da vorne. Ist natürlich jetzt nicht so spektakulär in der ersten Folge, dass wir jetzt an so einem Weg rumbasteln. Aber gehört halt dazu. Und wir wollen jetzt halt auch die Baumechanismen zeigen, sodass ihr auch ein bisschen mehr aktiv mitmischen könnt, was wir denn hier ändern sollen, was wir hier bauen sollen. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz gut so, ne? Ja, gehört halt dazu. Das ist Minecraft. Ja, und es werden, wie gesagt, auch noch viele weitere Leute hier mitmischen bei dem Projekt. Das wird, glaube ich, noch ziemlich lustig. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen. Wir nehmen natürlich jetzt noch eine Folge geradewegs mit auf. So, und hier kann ich eigentlich mal diesen Baum entfernen. Den brauchen wir nicht mehr. Komm, weg damit. Ja, gestorben ja, und auch. Ab dem nächsten Mal nimmt wahrscheinlich aber jeder dann für sich auf. Ja, genau. Das kann man auch mal gerade einwerfen. Dann kann man meine Sicht und den Erik kann man bei Slay Massive sehen. Und genau. Den Tobi bei Tobinator Let's Play. Juhu. Und den Sarazar bei Sarazar. Und den Sarazar kann man bei Gronkh sehen. Genau, bei Gronkh. Der hoffentlich auch noch mitmacht hier. Da bin ich mal gespannt, ob das. Ja, das wäre super. Fände ich auch. Würde ich mich freuen. Würde ich mich freuen, wenn der dann. Was würdet ihr denn den Gronkh geben? So für eine Gegend. Auf jeden Fall die Zwergenmine. Die Zwergenmine. Okay, die Zwergenmine. Gnorz der Hauer. Gnorz der Hauer. Wir brauchen Gnorz. Wer kennt den nicht von Neverwinter? Doch, klar. Die Stimme, die hat er so voll Gimli-mäßig gemacht. Ist echt nice. Hat er drauf. Ja, so muss er das ganze Let's Play dann machen hier. Oh. Als Gnorz, der arme Kerl. Ja, ich weiß natürlich nicht, will den Gronkh jetzt auch nicht, setz ihn jetzt bitte nicht unter Druck, sag bitte, jetzt mach sofort bei Minecraft mit, bei Sommerland. Macht bitte nicht, weil man will den jetzt auch nicht, wenn er Bock hat, soll er mitmachen, aber wenn nicht, soll er sich auch nicht gezwungen zu fühlen. Wisst ihr, weil der hat ja auch viel Minecraft gezockt, wirklich ohne Ende. Und der wollte ja auch mal eine Pause machen. Und das ist auch verständlich, wenn man die da mal macht, aber vielleicht hat er bald wieder Bock, ich weiß es gar nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Vielleicht lässt er sich ja aber reden von mir. Mal sehen. Vom Tobi, der erledigt das. Tobi macht das schon.
die alte Roboterdame, die legt da mal Hand an und dann klappt das. Was? Was denn? Wie bitte? Die von Titanic jetzt. Oh. Genau, Kate Winslet. Kate Winslet. Ist nice. Der Roboter. Wenn wir Kate Winslet. Wenn ich mal einen Roboter habe, nenne ich den Kate Winslet, Alter. Versprochen. Ja. Aber jetzt vor das Loch, wo bin ich denn hier gelandet? Ist hier ein Dungeon? Ach, krass. Wer das ist nicht vor mir. An die Kussszene? Ja, als der Typ im Auto Spaß hatte. Alter, was geht denn hier? Total verschwitzt. Alter. Ist gut jetzt. Cool. Muss ja nicht alles verraten. Voll der Spoiler, Benni, Alter. Benni, du machst alles wieder weg, was ich hier hinbaue. Warum eigentlich? Ich versteh's nicht. Hä? Wieso? Ich hab nur eine Reihe weggemacht. Ja, die Reihe, die so wichtig war. Und du hast auch alle Reihen von mir weggemacht. Hey, ihr seid super. Lohnt sich bei Slam SF zu gucken? Nein. Wir teilen uns dann auf, glaube ich. Geh doch mal auf die andere Seite. Der eine baut ab, was der andere wieder anbaut. So lobe ich mir das. Jetzt muss ich das natürlich zumachen hier irgendwie. Wegen so ein Schacht, damit die Straße da vorbeigehen kann. Da nehme ich ein bisschen Erde für. War die richtige Erde, oder? Ja, da ist sie doch. So. Was kommt denn da eigentlich rein, Erik? Haben wir es uns schon überlegt, welche Tiere wir essen wollen? Ich weiß so nicht. So als erstes, was steht auf dem Speiseplan? Das ist doch erstmal zur Feier des Tages, ist es doch hier, was wir hier bauen. Feier des Tages? Ja. Erstmal unsere Geburt feiern. Mit einem Opfer, einem Pferdeopfer. Orkische Geburt. Zum Beispiel. So, wie weit muss ich da noch rüber? Ich glaube, den Weg kriege ich vielleicht sogar noch fertig. Ja, da muss ich in die Kurve, alles klar. Ist okay so, wie ich ihn gebaut habe. Jetzt muss ich ein bisschen nur querfeldein kommen langsam. Ist natürlich ein bisschen schwer auch mit den Wegen, weil du die ganze Zeit dann so Bäume, Slalom bauen musst, aber okay, das kriegen wir auch noch hin. Jetzt hier haben wir dann Untergrund. Ne, muss ich auch noch einen reinsetzen. Ja, erzählt doch mal ein bisschen was, Kinder, hä? Vom Leben. Ich glaub, wir haben uns verbaut. Was wollt ihr denn da bauen gerade? So eine Maschine, die spuckt nach oben Sachen aus. Ist das das erste Bauvorhaben? Von alleine. Gib nicht mal irgendwie erstmal ein Haus oder so. Nee. Wie soll denn die Maschine heißen? Spuckomat. Kuhvulkan. Kuhvulkan? Kuhvulka. Kuhvulka, genau. Um es mit so orkisch zu sagen, ne? Genau. Ohne H natürlich. Weil Orks können ja keine Rechtschreibung, oder? Ach, ich setze hier die ganze Zeit Erde hin, nicht Gedösel, ey. Ja, muss Obwohl sagen, darüber kann man auch streiten. Was? Wie intelligent die Orks jetzt sind. Die dumm sein, müssen die richtig dumm sein bei uns. Ne, wir sind schon die dumme Art von Orks. Okay. Also. Ja? Ich finde, das passt auch viel besser zu euch. Also, nichts Persönliches. Oh Mann. Ich muss mich hier auf den Weg konzentrieren. Nicht, dass ich nachher voll peinlich mich verbaue. Das ist natürlich, jetzt wird natürlich jetzt auch alles mit aufgenommen, ja? Und dann kann man jetzt nicht mehr sagen, oh, mach ich mal schnell weg. Das war aber peinlich. Das sollte da ja gar nicht hin. Am besten baut man sich echt so Graben erstmal vor, wo ich dann nachher den Weg reinsetze. Der wird natürlich auch so ein bisschen verschlungen. Und ich werde da noch ein paar Gebüsche auch hinsetzen, ganz klar. Ich brauche unbedingt noch die Modifikation mit dem Gras. Die war ziemlich cool. Nein, die ist illegal in Deutschland. Ach so. Nice. Aber ein bisschen ist das ja da, ne? Ein bisschen ist das ja eh schon drin, ne, mittlerweile. Mit dieser Grass. Mit dem Grass. Wenn du mit Knochenmehl zweimal auf so ein Gras denkst, dann wachsen die so richtig hoch, wie so Schilf. Ja? Na cool, ja, sowas weiß ich halt alles gar nicht, ne? Ja, müsst ihr mir. Ich hab's vorhin auch erst selbst rausgefunden. Per Zufall? Ach, deswegen. Du wolltest ja so ein schönes Schild. Wie sieht's mit dem Schild aus, Tobi? Ja, ich weiß noch nicht, ob das jetzt so. Also, ist ich das weiß pompös? Es nicht, aber es sieht. Es ist schon pompös. Ja, doch. Also. Also kann man machen. Das sieht kann man machen. Sieht bestimmt total bekloppt aus. Ja. Sieht doch schön aus. So ein bisschen Selbstgespräch. Mhm. Du baust auch gerade einen Weg, ne? Ja, ich baue jetzt erstmal den Weg, bevor ich den Steg mache. Ich muss mir da noch was überlegen. Aber das Schild sieht schon nicht schlecht aus da oben. Da muss ich mir mal angucken, komm. Die Tage. Ja, guck. Die Tage. Die Tage gucke ich mir das mal an. Auf jeden Fall, Alter. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, dann legen wir hier mal ein kleines Päuschen ein und sehen uns wieder in der nächsten Episode, oder?
und dann hoffentlich ja, vom genau. Weg zum Steg. Ne? Tschö. Ciao. Macht's gut. Und wieder ist eine neue Folge der Legende von Sommerland vergangen. Und wir sind hier fleißig Wege am Bauen, reden über Fantasy-Geschichten. Und da seid ihr natürlich auch gefragt, was ist eure Lieblings-Fantasy-Geschichte? Was haltet ihr vom Hobbit? Und natürlich auch noch viele weitere Fragen, die wir hier gestellt haben. Beispielsweise, wie sollen Orks drauf sein? Und so weiter und so fort. Eure Meinung ist gefragt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.